Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teardown. Das bedeutet, auch am heutigen Tag gibt es wieder ordentlich Zerstörung. Leute, ich habe in der letzten Folge gefragt, welche Maps bei Teardown sind noch richtig, richtig nice. Und super viele von euch meinten die Boeing 737. Und dort befinden wir uns auch gerade. Ich schätze mal circa in, lass mal gucken, ja, 15.000 Kilometer Höhe. Ja, bestimmt. Da vorne ist das Cockpit, aber ich hatte hier vorne, ja, hallo, Mrs. Stewardess. Ja, ich brauche hier einmal einen leckeren... Ja, guten Tag. Ich brauche hier einmal einen Cappuccino. Oder Herr Stewart, ich hätte gerne eine Fanta. Hier fühlt sich scheinbar niemand für mich zuständig. Ich habe übrigens nicht nur eine traumhafte Minecraft-Spitzhacke dabei, sondern auch eine M1. Und ihr meintet, ich soll unbedingt mal ein Loch in die Hülle schießen. Und dann gucken, was passiert. Oh, interessant. Diese Tür funktioniert nicht. Ja, kein Problem. Ich meine, was soll schon passieren? Es könnte ja sein, dass wir einen Druckverlust haben. Bam! Es passiert nichts. Aber hä? Also ich bin kein Experte. Hä? Ihr meintet, die Map wäre realistisch. So, wir erkunden mal weiter das Flugzeug. Aber warte mal, normalerweise... Ich hatte immer Angst, dass hier so die Fenster kaputt gehen und dass ich dann hier aus dem Flugzeug gezogen werde. Weißt du? Oh Gott! Warum passiert das? Ich hatte das doch da hinten auch gemacht. Sag mal, was Scheiße. Ihr hattet doch recht. Es tut mir leid. Aber warum passiert das denn da hinten? Mam, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe da vorne aus Versehen ein Loch reingeschossen. So wie hier. Aber da hinten hat es Konsequenzen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe Scheiße gebaut. Ich muss zum Piloten. Der muss das wieder glatt bügeln. Herr Pilot. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, wenn es hier piept. Herr Pilot. Herr Pilot. Lassen Sie mich rein, bitte. Warum kann ich das nicht mit der Spitzhacke aufmachen? Ja, wir müssen es aufschießen. Warum ist hier kein Pilot? Was passiert hier? Warum quietscht das? Mann, was passiert hier? Warten Sie, ich helf Ihnen. Oh Gott, da ist was weggeflogen. Schlafen Sie ruhig. Mann, es wird alles gut. Ich rette uns. Ich habe nämlich hier noch eine Shotgun. Oh Gott, Alter, die hat ordentlich Rückstoß. Guck mal. Oh Gott, was ist denn da jetzt? Oh, ich war das nicht. Oh, Sie haben sich auch schlafen gelegt? Ich hab nichts gemacht. Warte mal, kann ich? Wo ist der Flügel? Warte mal. Ja, hier ist der... Das... Oh Gott, ich habe die Turbine getroffen. Oh oh. Jo, ich zerballer hier gerade das Triebwerk. Warte mal, ich probiere mal hier raufzukommen. Oh Gott, ah, Scheiße! Ach nein! Oh, ich bin wieder da. Das ist ja hier wie bei Lost. Ich werde immer wieder zurück. Okay, es ist doch realistischer, als ich dachte. Also man wird da schon so ein bisschen weggesogen. Kann ich das hier alles abfackeln? Oh, das ist jetzt aber, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt, ja wartet, ich mach, dass das hier abfließen kann. Das Feuer. Luftausgleich. Ich mach das mit der Shotgun. Ja, ausgezeichnet. Ah ja, hier sieht man, ja... Ah, das ist das andere Triebwerk. Warte, ich versuche den Flügel wegzuschießen. Yo, wir haben den Flügel verloren. Aber wir stürzen nicht ab. Das ist doch auch ein gutes Zeichen. Oh nein! Oh. Junge, man kann es von unten richtig zerfetzen. Wir restarten das Ganze. Es ist alles wieder gut. Aber das finde ich komisch, warte mal. Oh, jetzt. Oh, ja, genau. Und da geht am Anfang sofort die ganze Luft raus. Am Anfang gibt es halt... dieser Druckausgleich. Ja, ja. Oh, guck mal, Alter, wie das direkt hier anfängt zu schlaggern. Warte mal, ich will kurz mal was ausprobieren. Wir gehen mal ins Main-Menü und ich stelle da was Neues ein. So, ich habe jetzt eine Dual-Minigun. Oh nein. Oh, Junge, ich habe 2 Sekunden draufgedrückt. Alter. Jo, wie krass die ist. Das gibt's doch nicht, Junge. Die zerfetzt einfach alles. Kann ich das Flugzeug in 2 Hälften teilen? Alter, okay, es ruckelt ein bisschen. Wir verlieren ein paar Frames, aber alles easy. Ich muss das Flugzeug in 2 Hälften teilen. Alles für die Wissenschaft. Okay, alles gut. Wir sind gut dran. Hier unten noch das Stück. Und jetzt ist gleich Abgang. Oh, jetzt. Hä? Es ist so nach hinten geploppt. Oh, was? Alter, hier gab es gerade eine Explosion. Irgendwas ist explodiert. Oh, oh. Oh, nein. Wir fallen. Wir fallen. Tschüss, Flugzeug. Alter. Wo sind denn meine Jungs und Mädels? Seid ihr noch da? Nee, die sind... Yo, die haben die Notausgang benutzt. Die lassen mich hier einfach alleine. Ich glaube, wir fallen ins Meer.
Ja, wir stürzen ins Meer. Das war jetzt so nicht geplant. Ich schnapp mir auch einen Fallschirm und zack mich raus. Die Boeing fällt jetzt einfach ins Wasser. Ja, genau. Während das da oben noch weiterfliegt. Also das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Aber warte, kurzer Test. So, ich gehe mal kurz hier vorne rein. Ja, ganz leicht. Ja, alles klar. Okay, ganz leicht hat nicht funktioniert. Ganz leicht war ganz schlecht. Oh Gott, Alter. Hier knirscht wieder alles. Junge, das ist so... Oh Gott. Ah, durch den Wind kann ich hier nicht raus. Ich werde immer wieder nach hinten gedrückt, weil wir ja fliegen. Wisst ihr, was ich meine? Ist schon komplett im Notmodus. Ich werde dann nochmal kurz, ja. Aber stürzen wir denn jetzt ab, wenn ich beide Flügel trenne? Also beide Triebwerke. So, Nummer 1 sollte jetzt eigentlich weg. Ah, nee. Ach, hier hinten ist er noch befestigt. Ja, oh, Alter. Einfach schön wegexplodet. So, und den anderen hole ich mir jetzt auch noch. Junge, das wird auch so eine fette Explosion geben. So, wir müssen hier einmal komplett durch. Da gab es auch schon eine Explosion. Weil dann sollten wir an sich keinen Antrieb mehr haben. Ja, wartet ab. Wir kriegen das schon hin. Da ist nur noch diese eine Pipsel. Aber ich komme da nicht ran. Ich muss hier vorne einmal längs. Keine Ahnung, was hier plötzlich runtergekommen ist. Konfetti oder was? So, hier einmal durch. Genau, Entschuldigung. Ja, wir sind da fast durch. Ja, jawoll. So, wir sind jetzt nur noch in einer langen Röhre. Wir haben alles weggesprengt. So, ich versuche mal hier nach oben zu kommen. Wartet. Ja, hier. Hier könnte ich vielleicht nach oben kommen. Ach, komm! Ja, was denn? Wir fliegen noch gar nicht mehr. Tschüss, Jungs. Oh. Oh, wie... Oh, krass, wir haben an Höhe verloren. Ich bin hier gerade respawned. Oh nein, jetzt fliege ich hier wieder. Oh. Nee, ich werde jetzt immer wieder... Boah, da fallen auch Sachen raus. Seht ihr das? Das Flugzeug... Ja, das Flugzeug verliert Cargo. Das bricht jetzt gleich komplett auseinander. Ich hoffe, ich kann hier einmal rein... Nee, ich schaff's nicht mehr, da reinzufallen. Nein, jetzt habe ich die Map restartet. Jetzt bin ich wieder in einem komplett heilen Ding. Ja, aber warte mal, wir waren noch nie... Genau, hier unten... Hier ist nämlich auch die Cargo Area, wo die ganzen Koffer und so weiter sind. Ja gut, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen zu großes Loch gemacht. Oh ja, oh, das war ein... Oh ja! Ach komm, ich baller jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Was soll schon passieren? Oh! Ruckel! Alter, das Spiel ist gerade maximal überfordert. Mit allem. Es ruckelt über... Ihr seht das selber. Alter, das ist ja die ganze Zeit noch nie passiert beim Game. Das Game kommt gerade null klar. Alter, hier bricht alles. Jetzt geht's wieder. Also wir fliegen noch, aber das sieht aus, als würde das eine Triebwerk auf jeden Fall brennen. Hier tritt, glaube ich, ein bisschen Kerosin aus. Yo. Oh Mann, ich würde so gerne hier drauf. Aber sobald ich... Ja, sobald ich raustrete, werde ich sofort weggeballert. Jetzt bin ich wieder... Ja, warte. Ich bräuchte sowas, um mich da festzuhaken, Alter. So ein Haken, so bupp. Gibt's sowas? Warte mal, ich guck mal. Es gibt nämlich so einen Workshop. Ich brauche einen Hook. Ein Grapple Hook. Ja. Ja, guten Tag in der Boeing. So, Grapple Hook. Ah ja, dann kann ich mich da echt festhalten. Ja, dann mache ich jetzt ein Loch. Warte mal, hier hinten am besten bei den Türen. Ach, guck mal, man kann ja auch richtig zielen. Oh ja, yeah. Das, oh, Alter, die Explosion. Was ist denn da gerade explodiert? Ich habe auch HP verloren. So, ich grapple mich hier dran. Yo, alles klar. Ich hänge einfach an diesem Flugzeug. Wie krass ist das denn? Ich ziehe mich da auch so langsam, glaube ich, wieder dran. Yo, zieh durch, Junge. Zieh durch, bitte. Weiter, 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 weiter. Oh ja. Nein. Zieh dich wieder ran. Oh ja, und jetzt wieder. Ja, wir kommen so ein bisschen weiter. Aha, Vorsicht. Oh, wieder ran. Tschüss, Flugzeug. Okay, ich bin wieder da. Ich habe ja noch die andere. Ah, das ist der Grappling Hook. Ah ja, der... Oh, der ist ganz geil, glaube ich. Ich muss einmal nachladen. So. Zack. Oh ja, mit dem kann man sich richtig gut hier außen... Oh, warte mal. Ich will ins Triebwerk. Oh, warte mal. Wir gehen erst dahin. Geronimo... Oh, nee, 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 nee. Ich wollte ins Triebwerk. Warte nur ab. Ich schaff das. Zack. Ja, ich muss vorne rein. Ah, guck mal, ich kann sogar... Oh ja.
Ja, ich bin drin. Flammenwerfer? Oh, 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 das... Oh, ja, das ist... ja, das tut mir leid. Hier brennt's. So, Leute, das war's wieder mit einer kleinen Runde von Teardown. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wie immer, schreibt auch gerne weitere Vorschläge in die Kommentare. Schaut gerne in die Videobeschreibung für Mini-Paluten. Hier gibt es nämlich auch Paluten.shop und vieles, vieles mehr. Hier ist jetzt auch der Team-Paluten-Kanal. Weitere Videos. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.